Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Emuna Box von Moses Pelham. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Emuna von Moses Pelham, das Ganze am 6. März erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 7. Album von Moses Pelham. Wir werden mal als allererstes uns diesen Sticker hier ansehen. Und zwar lesen wir hier, enthält Live in Frankfurt 2 CD DVD, Acrylglas Aufsteller Album CD im Digipack inklusive Notaufnahme, weiße Fahne, Emuna akustisch und Wunder und Juli. Also das sind die Singles, die da ausgekoppelt wurden, die sich eben in dem Album befinden. Instrumentale und Videos. Alles klar. Gut. Nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir die Folie entfernen. So. Und dann schauen wir mal hinein. Was wir hier auch noch hatten, neben diesem Sticker, der uns über den Boxinhalt informiert, wir haben hier auch noch einen FSK 16 Hinweis. Also, der dürfte wohl der DVD geschuldet sein. Wir haben hier eine recht große Box. Aber sie ist auch recht flach. Also sieht von der Form her, von der Gestaltung aus, wie so eine klassische Vinylbox. Aber wie wir jetzt gelesen haben, ist keine Vinyl drinnen. Dementsprechend wird es wohl diesem Glasaufsteller gewidmet sein, die Boxgröße und das Format. Wir haben hier einmal in der Mitte groß Moses Pelham, darunter Emuna in weißer Schrift. Oben rechts gibt es dann auch noch 3P mehr Bass. Also 3P ist ja das Label von Moses Pelham. Und wir haben dann hier auch noch über dem Moses Pelham Schriftzug 3P Nummer 160. Also es dürfte wohl die Katalognummer sein des Labels. Gut, ansonsten haben wir hier eine hellbraune, so eine beige Wand, die hier in der Mitte einen Spalt hat. Und hier gibt es zahlreiche, ja was haben wir hier, so Pflanzen, Gewächs, das aber scheinbar irgendwie verdörrt ist. Also sieht ziemlich braun aus. Das zieht sich von der Optik durch. Rechts lesen wir dann noch Interpret plus Albumtitel. Und links ebenso. Auf der Unterseite haben wir hier einmal die Tracklist, also 12 Stück an der Zahl. Und wir haben den Inhalt nochmal visualisiert. Also Live in Frankfurt 2 CD-DVD, Acrylglasaufsteller und die CD-DVD zum Album Emuna. Die Beteiligten und einen Barcode. Gut, es gibt das Album neben der Box-Variante auch noch regulär als CD und auch als Vinyl. So, dann schauen wir mal hinein. Von innen in schwarz. So, als erstes haben wir hier einmal das Album Emuna inklusive der DVD. Dann haben wir Live in Frankfurt 2 und den Acrylglasaufsteller hier unten. Boah, der wiegt echt einiges. So, von innen die Box, hier schön ausgestaltet, hier mit diesem Einleger, der allen drei Inhalten so Platz geboten hat. Und das hat so eine schwarze Samtoptik. Gut, dann machen wir das Ganze mal zu und packen die Box zur Seite. So, und bis auf den Acrylglasaufsteller ist hier alles noch in Folie. Den machen wir mal zur Seite. Und dann kümmern wir uns mal um die Folien. So, einmal, wo haben wir denn am besten die Schweißnaht? Ja, am ehesten noch hier oben. So, also das ist ein quasi älteres Release, das hier als Bonusinhalt dabei liegt. Dann haben wir hier das Album. Hier lesen wir auch wieder die Singles, die da inklusive sind. Okay, das haben wir auch schon auf dem Sticker, auf der Box lesen können. Und dann haben wir natürlich auch noch die DVD. So. Los geht's. Einmal. Zweimal. Und
dreimal. Also, wir haben hier drei Digipacks. Wir starten natürlich mit dem Album an sich. So sieht das aus. Moses Pelham, Emuna. Der Albumtitel Emuna kommt, soweit ich weiß, aus dem Hebräischen und heißt so viel wie Glaube. Dann haben wir hier das Cover der Box. Allerdings, davor, vor dieser Wand, steht auch noch Moses Pelham, auch wenn er etwas verschwommen dargestellt ist. Auf der Seite lesen wir auch wieder Albumtitel plus Interpret und auf der Rückseite nochmal die Tracklist. Okay, es sind Features mit drauf, die sind allerdings hier auf der Tracklist nicht dabei. Auch hier nicht, okay. Kommen wir dann wahrscheinlich noch zum Booklet. Barcode oben links, Beteiligte darunter und dann schauen wir mal ins Innenleben. Als erstes haben wir hier einmal einen Einleger, das ist scheinbar Merchandise, im 3P-Shop erhältlich, okay. Ja, die Kappe kennt man auf jeden Fall. Die trägt Moses ja selbst sehr häufig. Ebenfalls erhältlich. Also, die älteren Alben, Geteiltes Leid 1 bis 3. So wie natürlich auch das letzte Album, Herz. Die Box dazu habe ich euch ja schon vorgestellt. Und dann kommen wir zum Booklet. So, was haben wir hier? Notaufnahme. Einerseits mal die Lyrics auf der rechten Seite. Und darunter die Credits zu dem Track. Also, wer war hier beteiligt? Wer hat hier mitgewirkt? So zieht sich das weiter. Wunder. Weiße Fahne. Also jeder Track samt Lyrics und samt Credits. Und dann haben wir auch immer noch einzelne Fotos mit dabei. Ah ja, genau. Zu den Features wollte ich jetzt mal schauen. Denn sind die hier irgendwo. Ansonsten schaue ich euch die nochmal kurz nach, weil es gibt definitiv Features. Ich habe die auch in die Tracklist geschrieben. Haben wir die hier vielleicht angeführt, noch irgendwo in der Danksagung oder so? In den Credits. Sieht nicht so aus. Kann ich nicht sehen. Okay. Nein, reiche ich euch am Ende des Videos nochmal kurz nach die Features. So. Wir haben die Album-CD, die ist in weiß, hier mit dunkelbraunem Aufdruck. So, so sieht das aus. Und dahinter kommt der Interpret zum Vorschein. So viel zum Album. Dazu gibt es dann noch so ein kleineres Digipack hier mit Instrumentals und Videos. Diesem haben wir auch den 16 zu verdanken. Okay, also schauen wir mal hinein. Auf der linken Seite haben wir eine Stecktasche und hier haben wir die Instrumentals zum Album. Und auf der rechten Seite haben wir dann die DVD. Hier haben wir die Videos, die ja ausgekoppelt wurden zu den einzelnen Singles, also unter anderem Weiße Fahne oder auch Notaufnahme. Ich gehe mal davon aus, dass der 16er am ehesten noch Notaufnahme gewidmet ist, aber wer weiß. So, dann kommen wir zum nächsten Digipack und zwar Live in Frankfurt 2. Hier haben wir einen 12er und wir sehen hier Moses Pelham live auf der Bühne vor der Crowd. So sieht das aus, kommt auch wieder im Digipack und da ist echt eine Menge drin. Also wir haben hier tatsächlich zwei CDs, 15 Tracks auf CD1 und dann nochmals 8 Tracks auf CD2, sind insgesamt 23. Ebenso wie die DVD, die beinhaltet hier auch 23 Positionen. Gut, das Ganze gibt es meines Wissens wirklich nur exklusiv in dieser Box, deswegen haben wir hier auch keinen Barcode. Das ist schon heftig. Also Box exklusiv. Dann schauen wir mal hinein. Ja, nochmal Moses an vorderster Front. Und dann hier alle drei Inhalte. Also CD Nummer 1. Hier in Schwarz, Rot und Weiß. Auf der Rückseite die gesamten Infos, also die Credits dazu. Sehr schön. Also alle, die da mitgewirkt haben, die auf der Bühne irgendwie tätig waren, hinter den Kulissen, alle die sind hier erwähnt. Dann haben wir CD2,
So sieht die aus. Hier sehen wir das Spektakel ohne Credits, einfach nur die Crowd und Moses. Und dann kommen wir zur DVD. Die sieht so aus. Und auch hier wieder die Crowd zu sehen. Wunderbar. Gut, das war's zur CD und zur DVD. Und dann kommen wir zu dem Acrylglasaufsteller. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Ist für mich eine absolute Premiere, auch in einer Box. Und wir haben hier einmal Moses Pelham Emunah links oben stehen. Dann Moses hier mit einer Kapuze im Profil zu sehen. Und hier unten dann wieder 3P und mehr Bass. Das Ganze hat dann hier an der Seite noch wie so einen Rahmen. Also man sieht das hier, diese Linien, die hier so ein paar Millimeter am Rand sich abzeichnen. Wenn man seitlich reinschaut, ist das Ganze durchsichtig. Wie funktioniert das? Also wir haben das, was wir hier sehen, einerseits hier vorne aufgedruckt, unter anderem dieser Aufdruck hier und dieser. Und der Rest spielt sich dann tatsächlich auf der Rückseite ab. Also wenn man, ja, ist schwer zu sehen, aber wenn man hier dann so seitlich reinschaut, das sieht echt brutal aus. Ja, und das kann man sich dann hier wunderbar ins Regal stellen, auf den Schrank, wohin man möchte. Und dann hat man hier Moses Pelham in den eigenen vier Wänden immer mit dabei. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal der eben gezeigte Acrylglasaufsteller quadratisch. Dann haben wir hier live in Frankfurt zwei CDs plus die DVD. Die Instrumentals und die Videos zum Album Emunah hier auf dieser DVD und CD. Das Einzige, was mich hier etwas nervt, ist, dass man hier die FSK-Hinweise aufgedruckt hat, nicht irgendwie mit Sticker gelöst hat. Das ist schade. Und natürlich das Album an sich, Emunah, mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl. So, und jetzt ganz kurz noch die Infos zu den Features bzw. zu der Tracklist. So, hier haben wir die Tracklist und wie ihr sehen könnt, haben wir hier diverse Features. Also wir haben hier ein Feature von Faiz Mangat, muss ich ehrlich sagen, sagt mir jetzt nichts. Dann haben wir ein Feature von Marjan, ein Feature von Stefanie Kloß, dann von Vega und noch eins von Stefanie Kloß. Also, auch wenn die auf der Tracklist nicht zu sehen waren und in den Credits irgendwie mir jetzt nicht ganz so ersichtlich waren, aber sie sind auf jeden Fall dabei. Gut, das alles in dieser wunderbaren Box Emunah von Moses Pelham. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Moses Pelham unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.